Es ist Finalzeit. Es wird spannend. Es wird dramatisch. Nur noch wenige Augenblicke, dann legen wir hier los mit der Partie Argentinien gegen Frankreich. Wolf Fuß und Frank Buschmann sagen Hallo und Willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie im Lusail Stadium zum Finale dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist alles bereit für ein tolles, ein spannendes Spiel und in wenigen Minuten kann es hier endlich losgehen. Es ist das Duell, auf das die ganze Fußballwelt wartet. Argentinien gegen Frankreich. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft, das absolute Highlight. Also ich habe mich seit Tagen drauf gefreut. Es gab viele Schlagzeilen, wurde viel diskutiert. Wer hat denn jetzt die besseren Chancen? Das zählt alles nicht mehr, wenn es losgeht. Beide wollen das Ding und beide haben richtig gute Chancen. Das ist die Aufstellung von Argentinien. Emiliano Martinez im Tor. Cristian Romero spielt mit Nicolas Otamendi in der Abwehr. Und im Sturm spielt Lionel Messi. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Das WM-Finale läuft. Los geht's. Dayot Upamecano. Am Ball Griezmann. Dembélé. Ecke für die Franzosen. Eine kurze Ecke. Giroud in der Mitte. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stille, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Entscheidet hier auf Vorteil für Argentinien. Fernandes. Da ist Messi. Messi jetzt. Chance zur Führung. Argentinien macht das Tor und damit gehen sie in diesem WM-Finale mit 1:0 in Führung. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Mbappé. Giroud in der Mitte. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Frankreich kann den Ball zurückerobern.
Theo Hernandez. Am Ball Mbappé. Rabiot. Die Chance jetzt. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Da müssen sie aufpassen jetzt. Messi. Machen sie gut. Ball erstmal weg. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Griezmann mit dem Vorstoß. Griezmann kommt vorbei. Da haben sie den Ball. Verteidiger ist dazwischen. Der Ball ist im Aus. Es wird Ecke geben. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Flanke jetzt von Dembélé. Leichter Ball für Martinez. Martinez. Ball bei Romero. Fernandes. Acuña ist das. Romero. Das ist Martinez. Alvarez. Griezmann holt sich den Ball. Dembélé. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Antoine Griezmann. Das war dann doch deutlich drüber. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Da kommt der Pfiff. Das war's also. Durchgang 2 kann beginnen. Weiter geht's in diesem WM-Finale. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Antoine Griezmann. Muss Ecke geben. Kurze Ecke. Dembélé mit der Flanke. Er bringt den Ball nicht raus. Jetzt war ran. Mbappé. Rabiot kann diesen Ball halten. Nun Otamendi. Ball bei Romero. Martinez. Romero. De Paul. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Alexis. Enzo Fernandez. Guter Vorstoß da jetzt. Den Ball hält er gut. Frankreich wechselt. Messi bringt die Ecke rein. Schade, Ball ist weg. Gut durchgesetzt. Ein guter Block hier. Mbappé. Mbappé. Mbappé verliert den Ball. Fernandes. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Die Chance. So gerade eben noch geklärt, da wäre es fast passiert. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Coman. Vielleicht der Ausgleich. Leichter Ball für Martinez. Argentinien hat Platz auf außen. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Messi. Die Fans wollen den Schuss.
Parade von Lloris, weiter geht's. De Paul. Ist das hier die Entscheidung? Doppelwechsel jetzt bei Frankreich. Das ist der Schlusspfiff. Sie haben es geschafft. Sie sind in diesem Moment der neue Weltmeister. Kompliment an diese Mannschaft. Eine unheimlich starke Leistung. Nicht nur heute, sondern im gesamten Turnierverlauf. Sind von Spiel zu Spiel immer stärker geworden. Und nun haben sie es. Das ist der Wahnsinn. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Ein Riesenerfolg. Und dann müssen wir natürlich auch das Trainerteam erwähnen. Absolut, Wolf. Diese Geschlossenheit, dieser Teamgeist, das hat man heute wieder gesehen. Jetzt warten natürlich alle noch auf den Pokal, Buschi. Das sind tolle Bilder bei jedem Turnier eigentlich. Aber du spürst schon, so eine WM, das ist schon das Highlight. Klar, Weltmeister, das ist nochmal eine Nummer für sich. Und da ist der Pokal. Da haben sie ihn. Riesenjubel. Sie haben so lange auf diesen Moment hingearbeitet, haben alles andere hinten angestellt. Und das ist der Lohn für alle Mühen. Und die sind natürlich jetzt müde nach diesem langen Turnier. Aber da wird jetzt keiner schlafen, da wird sich jetzt keiner hinsetzen. Das ist doch alles komplett egal. Jetzt ist es logisch, kracht's. Jetzt wird nur noch gefeiert. Viel Spaß dabei. In diesem Moment beginnt dieses WM-Finale, die erste Spielhälfte. Giroud in der Mitte. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng. Und Messi jetzt. Chance zur Führung. Argentinien macht das Tor. Und damit gehen sie in diesem WM-Finale mit 1:0 in Führung. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefahren. Antoine Griezmann. Das war dann doch deutlich drüber. Den Ball hält er gut. Frankreich wechselt. De Paul. Ist das hier die Entscheidung? Doppelwechsel jetzt bei Frankreich.